Du bist wach. Das ist ein Fortschritt. Das ist gut. Ich dachte schon, du würdest nie mehr aufwachen. Verstehst du, was ich meine? Mein Name ist Jess. Ich bin der Schwertschmied von Inoa. Ich verdiene ganz gut und kann mir meine Zeit selbst einteilen. Nichts Besonderes. Wie heißt du? Alundra. Freue mich, deine Bekanntschaft zu machen, Alundra. Du warst doch an Bord der Clark, oder? Du kannst von Glück reden, dass du noch am Leben bist. Verstehst du, was ich meine? Die Stücke, die sie noch vom Schiff gefunden haben, waren nicht größer als meine Faust. Aber lass uns nicht davon sprechen. Reden wir über dich, mein neuer Freund. Du kannst bleiben, bis du wieder ganz gesund bist. Ich lebe allein. Wenn du gehst, werde ich wieder ein einsamer, alter, fetter Mann sein. Aber deswegen solltest du dir keine Gedanken machen. Oh je, das hätte ich fast vergessen. Das Buch neben dem Bett, ein ganz besonderes Tagebuch. Du willst es benutzen? Okay, ich habe es mal für mich gekauft. Aber es steht immer nur, habe heute ein Schwert geschmiedet drin. Ja, dieses Buch ist ein Speicherbuch. Ja. Wir nehmen das oberste. Ja. Direkt speichern. Wir werden auch jede Speichermöglichkeit nutzen. Und ich heiße euch natürlich auch willkommen zurück zu einer neuen Folge von Alundra. Und jetzt seht ihr oben auch, dass wir ein Schwertchen haben. Noch ein leeres Feld, das ist nämlich dieses Bob, Bob, Bob. Und wir haben so ein paar, Quadrate, Karos. Das sind unsere Lebensanzeige, wie viel wir haben. Erinnert ihr euch noch an die Kisten im Schiff, die ich kaputt gemacht habe? Da gibt es kleine und große, die dann halt das Leben halt auffrischen und wir kriegen natürlich auch mit der Zeit Leben dazu. Das ist so das Spiel generell, das kam mir so in den Sinn, ist so ein, von der Optik her erinnert es stark an Suikoden, also das, was ihr von mir bis jetzt so kennt, sag ich mal, ne? Und so von vielem hier, von der Technik her, von der Optik, nicht von der Optik, sondern mit dem Leben, dass man da auch Leben dazu bekommen kann, also das aufbaut und so weiter und so fort, ändert so ein bisschen an Link. An Zelda. Link heißt er ja, aber das Spiel heißt ja Zelda. Das habt ihr zwar bei mir noch nicht gesehen, aber ja, das kann man eigentlich ganz gut so kombiniert erklärend sagen, wie das Spiel so vom Design her ist, von der Art her. Aber wir haben nämlich auch hier Krüge. Wir machen die alle kaputt, nur dass wir sie werfen. Und unser Protagonist ist nämlich auch nicht so sonderlich gesprächig, aber immerhin macht Link immer noch hier. Ha, das macht er noch nicht mal. Nicht mal beim Springen. Was haben wir hier? Die Truhe ist verschlossen. Wäre der Schlüssel noch nicht so ungewöhnlich, könnte man es öffnen. Oh je, in diesem Dorf leben sehr viele Menschen. Hast du diese schon alle getroffen, Alundra? Nein. Das sind sehr viele Menschen. Du fühlst dich stark genug, um ins Dorf zu gehen? Das ist gut. Die Dorfbewohner von Inoa sind sehr nett. Nicht so nett wie ich, aber immerhin versuchen sie es. Wenn du dich wieder schwach fühlst, komm gleich zurück und ruh dich aus, okay? Das regeneriert nämlich unser Leben, das Ausruhen. Und ich mag einfach Jess. Ich mag die Leute hier generell. Du bist doch der aus meinen Träumen. Derjenige, der von unserem Unterbewusstsein gerufen wurde. Du wirst uns retten. Komisches kleines Mädchen, ne? Du siehst genauso aus wie in meinen Träumen, Alundra. Naja, vielleicht etwas kleiner. Danke. Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall an dem Ort, wo wir auch hin sollen, ne? Nach Inoa. Sprichst du mit mir? Sprichst du mit mir? Ich bin der Sohn des Bürgermeisters. Wenn ich mit dir reden will, sag ich dir Bescheid. Bauer, für diese Treppe gilt Betreten verboten, also hau ab. Netter Junge, ne? Ja, ein ganz netter Junge. So, dann gucken wir uns mal um. Gucken wir mal, wie hier alles so aufgebaut ist und lernen mal die Leute kennen, würde ich sagen. Wir müssen ja noch herausfinden, warum wir ausgerechnet hierher kommen sollen. Und wir sind direkt in den Shop gelaufen. Das sind diese, ich nenne es mal, Herz...
Container, Container, glaube ich, nannte man das in Zelda. Damit können wir halt von 10 auf 11 Leben umspringen, sag ich mal. Das sind Heiltränke, das weiß ich nicht mehr. Das ist auf jeden Fall Heilkraut, das ist so das Billigste vom Billigen. Und Rüstung halt. Wir müssen dann halt die Sachen so nehmen. Es tut mir furchtbar leid, aber diese Rüstung ist unverkäuflich. Sie gehört meiner Familie seit Generationen, genau genommen seit meinem Urgroßvater. Das verstehst du doch. Ja, ich hab's ja aus Versehen wieder genommen. Ups, da. Entschuldigung. Ich wollte sie doch nur wegwerfen. So. Nimmt man quasi die Sachen, die man haben möchte und legt sie ihr hin. Bitteschön. Falls du diese Heilkräuter kaufen möchtest, die kosten 5 Gulden. Ist das recht? Nein, ist leider nicht recht. Wir haben nämlich 0. Es tut mir leid, dass ich nicht mehr für dich tun konnte. Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. So funktioniert das Einkaufen hier. Cool, oder? Also ich fand es jedenfalls sehr cool. Besser als so ansprechen und dann, keine Ahnung. So, wir machen erstmal obligatorisch alles kaputt. Die Kisten kommen nämlich eigentlich auch immer wieder. Aber es kann auch mal sein, dass da was drin ist. Geld zum Beispiel. Oh Gott. Kann ich die... Doch, ich wollte gerade sagen. Guck mal, da haben wir wieder Leben. Und die bleiben halt auch nicht immer da. Also die verschwinden auch, falls euch das aufgefallen ist in der letzten Folge. Ja, und sonst, was soll ich noch großartig über das Spiel erzählen? Weil alles andere, vor allem storymäßig, wäre halt Spoiler riesig. Ich gehe ehrlich gesagt auch davon aus, dass nur wenige das Spiel kennen. Es ist doch recht unbekannt. Mit noch einem Grund mehr, warum ich es gerne spielen wollte. Einfach, es ist einfach ein schönes Spiel. Man muss es einfach mal kennengelernt haben. Hallo, junger Mann. Du siehst jetzt viel besser aus als damals, als Jess dich gefunden hat. Was ist? Du bist von einem Mädchen mit mürrischem Blick angesprochen worden. Vor Sibyl brauchst du keine Angst zu haben, junger Mann. Sie hat oft merkwürdige Träume und was sie sagt, hört sich auch sonderbar an. Aber meine Tochter ist wirklich lieb. Ach, das ist die Mutter von Sibyl. Da wissen wir ja, wo Sibyl wohnt. Falls wir mal das brauchen können. So, natürlich Gräser kaputt machen. Das ist unsere beste Quelle für Leben und Geld, wie ihr merkt. Die kommen aber auch immer wieder. Also, ich weiß nicht, ob man... Warte mal, ich kann ja mal gucken. Rein, raus. Ja, das reichte schon aus sogar. Damit sie wiederkommen. Es ist nicht meine Schuld, dass Elene verrückt geworden ist. Verdammt nochmal. Es ist nicht meine Schuld. Ach ja. Ich muss gerade so ein bisschen storymäßig denken, so an die Charaktere. Das, was ich mich jedenfalls erinnere, ist schon ein Weilchen her, dass ich das gespielt habe zuletzt. Aber ja, es gibt halt sehr viele schöne Momente und so im Hinterkopf. Also ich hoffe jedenfalls, Tommy, dass du dir das auch anguckst. Ich glaube, du wirst mich verfluchen dafür. Habe ich so ein bisschen im Kopf, dass zum einen musiktechnisch bestimmt was für dich dabei ist. Und zum anderen, ja, vielleicht gibt's hier ja auch einen Charakter, so wie Ted, ne? Willkommen auf meinem Schloss, schöner Fremder. Wer hat dir erlaubt, mein Schlafzimmer zu betreten? Wächter! Es ist lustig, oder, Liebling? Man muss einfach lachen. Nein, du Wüstling, ich hau dir gleich eine runter. Ja, das ist diese Elene, die wohl verrückt geworden ist. Scheint stark zu halluzinieren. Ist aber auch die Frage, woran das liegt. Ob das mit dem Dämon zu tun hat, der da aus dem See ausgebrochen ist. Sehr gut möglich. Boah, wir haben schon ordentlich was an Geld hier, ha? Huh? Können wir uns Heilkräuter kaufen? Das geht nicht mehr. Ich glaube, wir können auch nur bis zu einer begrenzten Anzahl mitnehmen, bin ich der Meinung. Aber ich weiß nicht mehr genau. Es ist verschlossen. So, gucken wir mal hier. Wir reden erstmal mit der Person. Nadja. Ja, ich habe von dir gehört, der Junge vom Strand. Jetzt lass mich bitte allein, ich habe gerade zu tun. Okay. Gibt's hier irgendwas? Außer Kisten. Na gut, ich
Ich wollte ja eigentlich obligatorisch alle Kisten zerstören, aber nimmt doch ein bisschen viel Zeit in Anspruch. Oh, arme Nadja. Seit 3 Tagen schläft sie nicht. Du fragst, warum, Fremder? Immer wenn sie schläft, wütet ihr Geist und richtet schreckliche Verwüstungen an. Es ist ein teuflischer Fluch. Ich frag mich ja, ob ihr mittlerweile drauf gekommen seid, worum es thematisch gehen könnte. Was so seine Kraft ist. Ob er vielleicht der Erlöser ist oder nicht, aber es scheint ja, dass das ein Traum von ihm war, ne? Wenn er schon sagt, also wenn man schon mitkriegt, dass die Träume ihn nach Inoa führen und Lars ja auch sagt, geh nach Inoa. Vielleicht war es aber auch der Traum von jemand anderen. So, wen haben wir hier? So, du bist der, über den alle sprechen. Na sauber, bist direkt im Zentrum der nicht existierenden Vergnügungsindustrie gelandet. Die Mädels sind nicht schlecht und die Brandung ist spitze. Boah, tut mir leid, Alter. Fauxpas. Wer ist der Herr? Komm näher, Sohn, damit ich dich besser sehen kann. Wir haben hier nicht so viele Besucher. Soll ich jetzt noch näher kommen? Ich kann nicht näher kommen. Das ist mir auch unheimlich. Sonst steige ich ja schon zu dem ins Bett, ne? So, wen haben wir hier? Wer bist du? Oh ja, der Junge vom Strand. Ich repariere gerade dieses Tor. Vielleicht können wir uns später unterhalten. Ich finde es auch immer so schön, in solchen Spielen Zufälle so nach dem Motto, ja, hier kannst du nicht weiter. Dies und das und jenes. Oh, ich repariere das gerade. Immer herrlich sowas. Mit Wendel geht es zu Ende. Wie furchtbar muss es sein, in diesem Bett zu liegen und in seinem eigenen verwesenen Körper gefangen zu sein. Du hast Jess sehr froh gemacht, Junge. Ich habe ihn lange nicht mehr so glücklich gesehen. Mir ist gerade eingefallen, dass sein Sohn jetzt in deinem Alter wäre, wenn er nicht bei der Geburt gestorben wäre. Und seine Frau würde nun... Es ist sinnlos. Man kann die Vergangenheit nicht ändern. Ja. Man merkt auch recht schnell, also habe ich zumindest in Erinnerung, dass Jess... Also, dass wir für Jess so wie ein Sohn sind, ne? So ein Ersatz. Aber wie er sagte, nur ein alter, einsamer... Fetter Mann. Ah ja, ich mag Jess. Jess ist toll. So, ich hätte trotzdem irgendwie eine schnelle G-Taste am liebsten. Aber bei diesem Sprint, da können wir nur auf der Länge halt laufen, ne? So, gucken wir mal hier. Ach, das war die Krähe. Ich dachte, meine Güte, was ist das für ein Geräusch? Nein. Großvater, du brauchst Hilfe. Ich komme gleich wieder. Ich verspreche es. Du darfst nicht sterben, Großvater. Du darfst einfach nicht sterben. Nein. Oh. Großvater, ich habe Hilfe mitgebracht, wie ich es versprochen hatte. Trägt er das Amulett von Nava? Es sollte ihn doch beschützen. Der Einzige, der ihm noch helfen kann, ist Septimus. Ich weiß es. Mein Großvater hat einen Albtraum und Septimus muss ihm helfen. Er ist im Haus links von diesem. Geh nach draußen und dann die Stufen hoch. Bitte mach schnell, bring ihn sofort hierher. Ja, und dadurch haben wir schon unsere Aufgabe, die wir hier erfüllen müssen, ne? Aber ich will mich eigentlich noch ein bisschen umsehen. Naja, gut, die Leute laufen jetzt nicht unbedingt weg. Schön, dich zu treffen. Ich bin Kisha und das ist mein Bruder Gilles. Wir sind nach Inoa gekommen, um unseren Glauben an die Götter mit anderen zu teilen. Wir helfen anderen, ihre Stärke und Schönheit zu erfahren und zu ihnen zu beten. Glaubst du an die Götter? Nein? Dann kannst du ihre Anwesenheit auch nicht spüren. Du weißt noch nicht einmal, dass sie es waren, die dich hierher geführt haben. Oh, ich weiß nicht. Lars ist ein Zauberer, ne? Ist Zauberer gleich Gott, weil Lars war es im Endeffekt, der uns hierher geführt hat. Der hat gesagt, geh nach Inoa. Rette die Leute. Ach ja. Vernichte Melsas. Hab ich noch vergessen zu sagen. Ist das Sibyl? Ja, das ist Sibyl. War mir gerade nicht so sicher. So, wen haben wir hier? Hier ist keiner.
Ich habe von dir gehört, Alundra. Ich bitte dich, hier keinen Ärger zu machen. Ich möchte dich nicht als Bürgermeister aus unserem friedlichen Dorf verbannen müssen. Ja, das ist der Bürgermeister mit dem rotzfrechen Sohn, der die Treppe bewacht, ne? Unser Dorf ist klein, oder? Aber ich kann mir nicht vorstellen, in einer großen Stadt zu leben. Lieber wohne ich an einem Ort, an dem ich alle kenne und alle mich kennen. Das finde ich beruhigend. Ja, das kommt drauf an. Hier ist das ja vielleicht noch möglich, ne? Bei anderen ist dann der Draht das Schlimmste, das, was dann ganz groß geschrieben wird. Du bist doch der Junge, den Jess am Strand gefunden hat, kurz nach dem Schiffsunglück. Wie geht es dir? Ich bin gerade auf dem Weg zum Berg, um dort Heilkräuter zu sammeln. Meine Frau Naomi verkauft das, was ich gesammelt habe, in unserem Geschäft. Solltest sie mal besuchen. Stimmt, ich wollte auch noch zu ihr. Ich möchte gerne Heilkräuter kaufen. Ich bin auch gerade überlegen, ob wir überhaupt noch irgendwo was nicht angeguckt haben. So. Heilkraut. Und gekauft. Gleich. Wenn ich auf OK drücke. Okay. Vielen Dank für deinen Besuch. Bitte schau wieder vorbei. Wir können natürlich auch mehr Heilkräuter kaufen. Also ich will mal gucken, wie viel das kostet. Deswegen taucht es da halt auch wieder auf. Ein Lebensdiamant. Ganz schön teuer. 500 Gulden. Okay. 500. Da muss ich noch viele Gräser abgrasen. So. Ich kaufe einfach mal, weil ich das Geld habe und mir gerade nichts anderes kaufen möchte, beziehungsweise kann. Kaufe ich das jetzt einfach. Noch einmal. Ich weiß gar nicht, wie oft man Heilkräuter kaufen kann. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. So, das ist unser Inventar. Und dann habe ich die ausgewählt. Und dann sind sie da in diesem leeren Feld drin. Und das kann ich mit der Taste, die immer so ein komisches Geräusch gemacht hat, dann verwenden. So als Schnellfunktionstaste. So, ich wollte noch eine Sache gucken. Ach, hier war ich noch nicht drin, genau. Hier war ich noch nicht drin. Dann gehe ich zu Septimus. Du bist der Junge, den Jess am Strand gefunden hat. Ich bin Justel? Ich kann die Geheimnisse der Zukunft lüften. Wenn du dein Schicksal wissen willst, stelle dich vor meine Kristallkugel. Huhuhu, gespannt, gespannt, gespannt. Willst du etwa über dein Glück wissen? Erlöser, sie nennt mich Erlöser. Oh, jetzt kann ich es sehen. Dein Weg ist in meiner Kristallkugel zu erkennen. Das kommt jetzt von mir, nicht von der Kugel. Begrüße die Dorfbewohner, Alundra, das ist ein gutes Benehmen. Du willst noch mehr wissen, Erlöser? Meine Weisheit kostet dich nur die Kleinigkeit von 15 Gulden. Ja, du bist ein Geizhals. Die Dunkelheit breitet sich vor deinen Augen aus, aber in deinem Herzen scheint das Licht und du gehst ohne Furcht weiter. Stärke und Zauberkraft sind wieder voll aufgeladen. Wenn du dich verirrst, komme hierher zurück und die Kristallkugel wird dir den richtigen Weg zeigen. Genau, unser Leben wird, glaube ich, als Stärke bezeichnet. So, und jetzt habt ihr auch die nette Frau kennengelernt. Die wird nämlich immer, die ist immer so ein kleiner Wegweiser. Wenn man halt nicht weiter weiß, was man machen soll oder zu tun hat, wo man hin kann und alles, gibt sie einen diesen Hinweis und vorstellen, ja, wir waren halt noch nicht in jedem Haus drinnen, ne? Das fehlt uns ja noch. Aber ich merke auch gerade, die Zeit ist schon längst vorbei. Eigentlich wollte ich die Folgen kurz halten und habe mir extra einen Timer gestellt und denke dann so, also Stoppuhr, damit ich das besser im Auge behalten kann, weil ich die davor und jetzt halt zusammen aufgenommen habe und denke mir so, ja, 19 Minuten passt, ne? Ich wollte eigentlich nicht mehr als 17 machen, aber gut. So, ja, dann natürlich danke fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und werden dann in dieses Haus gehen und dann die Geschichte mal vorantreiben. Bis dann, tschüss, eure Time.